Ja, Leute, jetzt habe ich hier im Wald was entdeckt, das ich euch auch gerne mal zeigen möchte. Und zwar ein sogenannter Schönfußröhrling. Und hier kommt es mir jetzt darauf an, dass ihr einfach mal zeigen wollt, ja, dass also so Pilze wie jetzt auch zum Beispiel der Satansröhrling, ja, also Pilze, die man theoretisch mit essbaren Röhrlingen verwechseln kann, die aber ungenießbar oder giftig sind, dass die meist einen helleren Hut haben. Ja, also der Hut hier, der ist jetzt natürlich schon etwas von der Schnecke abgenagt. Aber hier an der Seite ist die Farbe jetzt also relativ echt. Und da sieht man also, das ist eher so ein helles Graubraun, ja, so ein bisschen schmutzig weiß, vielleicht so ein bisschen wie so heller Mörtel, ja, von der Farbe her. Und das ist also so ein wichtiges Erkennungsmerkmal, wo man am Laienpilzsammler vielleicht auch sagen kann, also wenn man schon Röhrlinge sammelt, sich vielleicht eher an die zu halten, die einen eher dunkleren Hut haben, also eher so richtig Tannenzapfenbraun oder Kastanienbraun von der Farbe her. Da kann man auf jeden Fall schon mal ein paar giftige oder sehr ungenießbare Röhrlinge dann ausscheiden. Es gibt da zwar immer noch welche, da mache ich vielleicht dann nochmal gesondert was dazu, die auch eine dunkle Oberfläche haben, die jetzt vielleicht nicht gerade sehr bekömmlich sind, aber nur, dass man das mal sieht. Ja, und beim Schönfußröhrling, das ist eben so ein Beispielspilz dafür, ganz heller Hut, relativ heller Hut, sofort erkennbar, dass es sich also jetzt hier um einen untypischen Röhrling handelt, also um einen, der nicht zu den Speisepilzen zählt, ja. Denn wenn man sich nur den Stiel jetzt mal anschauen würde, da könnte man den theoretisch ja mit dem netzstieligen Hexenröhrling verwechseln, ja, der ist auch so einen rötlichen Stiel mit einer Netzzeichnung. Beim Schönfußröhrling geht der halt nach oben dann noch eher stärker ins Gelbe übrig, wobei die netzstieligen Hexenröhrlinge das auch haben können, ja. Unten, der Schwamm ist natürlich auch wieder ganz anders, ja, der ist in dem Fall jetzt gelb, beziehungsweise wenn die noch jung sind, die Schönfußröhrlinge, ist er natürlich relativ hell noch, also hellgelb, wird dann im Alter auch immer dunkler, ähnlich wie bei Steinpilzen, aber es ist so, dass die generell, ich mache jetzt mal nur einen Längsschnitt, generell vom Stiel her also zu verwechseln sein könnten. Ja? Wenn man den Pilz jetzt mal aufschneidet, sieht man im Endeffekt das gleiche wie bei Hexenröhrlingen, also er beginnt zu blauen, vielleicht nicht ganz so stark, aber ähnlich, deshalb wäre das auch also eine Verwechslungsmöglichkeit. Nur, dass man das jetzt hier mal gesehen hat. Und wie gesagt, das beste Erkennungsmerkmal, helle Hutfarbe, Finger weg. Zumindest für Anfänger. Ich zeige mal, wenn ich die finde, noch die Pilze mit einem dunklen Hut, mit dem man den eventuell auch die Steinpilze oder sowas verwechseln könnte. So, das war's jetzt vorerst mal, dass man das mal gesehen hat. Also wie gesagt, die wichtigsten Bestimmungsmerkmale des Schönfußröhrlings. Es ist ein sehr ungenießbarer Pilz, leicht giftig sogar. Finger weg und raus aus dem Kochtopf.